Hallo, wir hier wieder bei Vegan Feeling. Wir kommen gerade vom Joggen. Wir waren an der Donau joggen und trinken jetzt hier einen High Carb Shake mit Bananen und Beerenmischung. Kiba. Unser neuer Kiba. Nee, ist kein Kirsch drin, aber Beerenbananen. Schenk dir mal was ein. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Na, auf jeden Fall machen wir uns wieder ein bisschen fit. Wir waren schon mal fit, haben wir irgendwie alles schleifen lassen. Während der Reise konnten wir auch nicht so viel trainieren. Aber jetzt machen wir uns wieder ein bisschen fit. Ich versuche einen Triathlon demnächst zu machen. Hier in Ulm gibt es einen am 3. August. Wer da mitmachen will, kommt nach Ulm. Ich mache den ganz klein. Und Katrin will einen Halbmarathon laufen. Habe ich recht? Genau. Okay. Im September. September. Und wir wollten eigentlich nur mit euch teilen, genau, wie wir uns jetzt fit machen. Und wir wollen jetzt konsequent einen Monat roh leben, weil wir einfach beide merken, dass wir dadurch erstmal viel ausgeglichener sind, aber auch viel fitter werden in kürzerer Zeit, viel schneller generieren und uns einfach morgen schon super fühlen, dass wir loslaufen wollen. Und genau, wir haben beide ja Rennräder, also wir werden hier in der Gegend, gibt es wunderbare Radstrecken und auch Laufstrecken, also werden in nächster Zeit viel Sport machen. Und wir werden allen so ein bisschen berichten, die jetzt wieder einsteigen wollen, auch wie wir ähnlich wieder einsteigen wollen in das ganze Sport. Geschehen oder die jetzt neu anfangen wollen. Also ihr könnt mit uns zusammen anfangen oder neu einsteigen. Wir sagen immer so ein bisschen, wir laufen jetzt auch noch nicht so schnell, wir machen immer so ein bisschen langsameres Tempo. Das ist vielleicht ein Tipp von uns. Ich habe früher mal trainiert und da bin ich immer sehr schnell losgelaufen. Habe mir dann Verletzungen zugezogen, Knieschmerzen und so gehabt. Und jetzt laufe ich relativ langsam los und bin, eigentlich ist das besser, weil der Körper sich mehr daran gewöhnen kann. Also schön langsam laufen, wirklich in dem Tempo, dass man sich noch unterhalten kann. Und das Steigern, das kommt von ganz allein, weil man kann sich dann später bei schnellerem Tempo sogar unterhalten und dann ist das ein natürlicher Rhythmus. Und das ist gut. So. Ich kann das aus eigener Erfahrung auch nur sagen, wenn ich zu schnell anfange, dann verliere ich auch sehr schnell die Lust daran, weil es mich einfach überanstrengt, dann habe ich am nächsten Tag schon gar keine Lust mehr zu laufen. Und wenn man immer so läuft, dass man nicht überanstrengt ist, es gibt natürlich andere Trainingstechniken, die man später auch integrieren kann. Aber für den Anfang ist es super und es macht Spaß, wenn man mit anderen Leuten zusammen läuft. Heute sind wir mit meinem Bruder gelaufen, dass man sich einfach unterhalten kann und muss man dabei auch nicht ständig darüber nachdenken, dass man jetzt läuft und das durchhalten muss, also wirklich in einer bestimmten Zeit oder so. Es soll ja auch Spaß machen. Für den Anfang. Ne? Irgendwann kann man ja dann mehr an den Wettbewerb denken, wenn man das will. Ja? Ich wollte noch mal sagen, und zwar, dass wir mit Barfußschuhen laufen. Ah, was ist jetzt los? Also, wir laufen mit Barfußschuhen und das ist ziemlich gut, finde ich, weil man hat am Anfang zwar ein bisschen mehr Schmerzen, man muss sich daran gewöhnen, weil die ganzen Bänder und so sich umbauen müssen und die Muskeln, aber es ist irgendwie ein angenehmeres Gefühl, man läuft nicht mehr auf der Ferse. Es ist eh nicht so gut, von hinten auf der Ferse immer abzurollen, weil dann werden die Knie sehr beansprucht. Wenn man jetzt so Barfußschuhe läuft, läuft man automatisch auf der Mittelsohle hier oder vorne und das ist eher ein Abrollen und dann hat man hier hinten diese die Muskeln, also dann beansprucht man die Muskeln und die Muskeln können sowas auffangen. Die Knie ist immer so eine komplizierte Sache, ne? Ja. Und bei mir war das auch so, dass ich wirklich das Joggen immer voll geliebt habe, aber ich habe auch irgendwann gerade nach 10, 20 Kilometern immer gemerkt, dass es auf die Knie ging. Und es war halt auch so, dass mich das irgendwie zweifeln ließ und Joggen soll ich das wirklich weiterhin verfolgen und dann gerade diese Langstrecken. Und die Schuhe nehmen mir da wirklich jede Zweifel. Wir haben die in Graz gekauft, ne? Also es ist eine österreichische Marke, die heißt Vivo Barefoot und die kann man aber auch online bestellen. Also die haben uns am besten gefallen, so von der Verarbeitung und vom Stil einfach. Die sind sehr, sehr schön und gibt es in allen möglichen Farben und Modellen. Ja. Ja gut, also wir werden euch auf dem Laufen halten. Ich werde auch hier mal viel Rad fahren, also wir beide. Ich werde schwimmen. Du wirst nicht schwimmen, ne? Vielleicht. Vielleicht schon. Vielleicht machst du das Triathlon-Training mit und bist dann auch mit dabei. Genau. Schauen wir mal. Genau. Also, wir werden noch in der Zeit jetzt auch roh leben und, hast du ja schon gesagt, roh leben und den Sport machen, darüber werden wir euch berichten und vielleicht macht ihr einfach mit. Genau. Das ist auch ein Aufruf, wer mitmachen will, roh zu leben oder aber auch das Sportprogramm kann gerne mit. Wir haben eine Gruppe, ne? Da kann jeder rein. Fragt uns einfach, wenn ihr da mit rein wollt oder so. Genau, Raw Vegan Stealing. Das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe, die wir letztes Jahr zu dem Einmonats-Challenge eröffnet haben und halt nur wirklich engere Freunde eingeladen haben. Aber die wenigsten wollten da wirklich roh werden, deswegen, weil der wirklich das einen Monat lang mal mitmachen will und auch gerne so ein Sporttraining mitmachen will und Tipps von uns Tipps haben will, ja, der kann sich einfach, ja genau, der kann sich einmal anmelden. Und jetzt sind die besten Monate, also jetzt haben wir Juli, August, September sind die besten Monate hochzuleben in Deutschland, weil hier gibt es jetzt alles. Ne? Und gerade heute, es war so sonnig und so heiß, da hat man wirklich nur Lust auf Obst. Also das gibt es nicht in Deutschland, aber das gibt es in Deutschland auch.
Okay, jetzt aber mal gut, jetzt will ich mal hier in Ruhe trinken. Wird doch angebaut hier. Ja? Ja. Es gibt wirklich, das muss man schon noch sagen, in Kulmbach wird ein großes Haus haben die gebaut, wo die Bananen jetzt versuchen anzubauen. Das wird geheizt mit der Abluft, also der Wärmeluft von einer Fabrik. So habe ich das gehört. Mhm. Ja, und wir haben ja auch einen Österreicher kennengelernt, der selbst Bananen in seinem Garten hat. Ja, der hat zwei Bananen pro Jahr oder so. Das kann sich ja steigern, ne? Also, viel Spaß noch, macht viel Sport, esst viel Carbs, ne? Und gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.